Kameras wie diese können Gesichter lesen. Wie gut sie das tun, wird im Moment hier am Bahnhof Südkreuz in Berlin getestet. Dafür haben sich 300 Freiwillige gemeldet, deren Gesichter für den Abgleich gespeichert wurden. Funktioniert die Technik wie gewünscht, könnte sie zum Beispiel für die Fahndung nach Terroristen und schweren Straftätern genutzt werden. Heute hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière das Pilotprojekt besichtigt. Hier geht es darum, auszutesten, ob die Treffsicherheit solcher öffentlichen Fahndungen durch neue Technik besser wird. Und wenn sie besser wird, ohne dass wir zu einer zusätzlichen Speicherung Unbescholtener kommen, dann ist es dringend geboten, eine solche Technik einzusetzen. Es ist nicht der erste Versuch dieser Art. Schon 2006 testete das Bundeskriminalamt im Mainzer Hauptbahnhof die Gesichtserkennung. Die 200 Testpersonen mussten damals jedoch auf der Rolltreppe stillstehen, damit die Kameras ihr Gesicht einfangen konnten. Das Ergebnis? Die Technik sei noch nicht einsatzfähig. Bei Dunkelheit lag die Trefferquote sogar unter 20%. Heute ist die Technik weiter. Gesichtserkennung gibt es bald auch am Flughafen, etwa in Wien. Ab Dezember wird hier am Gate das Bild im Reisepass abgescannt und mit dem Reisenden abgeglichen. In manchen Supermärkten sind Gesichtsscanner schon im Einsatz. Sie unterscheiden die Kunden nach Mann, Frau, jung oder alt, um dann auf Bildschirmen die passende Werbung einzublenden. Und in Russland gibt es eine Smartphone-App, die Fotos von Gesichtern aufnimmt und mit den Bildern in einem russischen sozialen Netzwerk abgleicht. Heraus kommt der dazugehörende Name in wenigen Sekunden. Der Landesdatenschutzbeauftragte sieht diese Entwicklungen, wie auch den Berliner Versuch selbst, kritisch. Erstens, weil offenbar mehr Daten über die Testpersonen gesammelt werden könnten, als zu Beginn angegeben. Zweitens, wir haben keine Rechtsgrundlage im Moment, um sowas wirklich richtig anzuwenden, jenseits eines Pilotprojekts. Da muss der Gesetzgeber ran. Und drittens, wir sind auch einen weiteren Schritt, wenn wir das machen, auf dem Weg zu einer Gesellschaft, wo man viel mehr über die Leute weiß und sie einfach überwachen kann. So könnten prinzipiell von jedem leicht Bewegungsprofile erstellt werden. Der Bundesinnenminister hält an seinem Vorhaben fest. Das Pilotprojekt in Berlin könnte darüber entscheiden, ob bald auch an anderen deutschen Bahnhöfen, wie hier in Mainz, Gesichtserkennung eingeführt wird.